Ich soll Anton Castillo töten? Einen Diktator zu töten, der unser Land schändet und unser Volk versklavt? Ich denk drüber nach. Und du so? Du wirst eine gottverdammte Guerilla-Legende! Ich bin nicht furchtlos. Aber eins verspreche ich. Man wird mich fürchten. Es gibt Löwen und es gibt Lämmer. Herrscher oder werde beherrscht. Du bist ein Löwe. Und wir fressen die verdammten Lämmer. Schon mal an zu schweißen. Ich quatsch schon mal hier unseren Kollegen an. Der weiß nämlich was. Ich bin Freddy Fonseca Jr., zukünftiger Profispieler und Sohn von Yaras größtem Baseballstar, Freddy Fonseca. Mann, bin ich sauer! Die Fans wollen nach Ferrosa kommen, um seinen Schrein zu besuchen. Aber ein Haufen Fansoldaten haben den Handschuh, das Trikot und sogar seinen Glückstiefschutz geklaut. Ich bin Sportler, kein Kämpfer. Deshalb musst du mir helfen, alles zurück nach Ferrosa zu bringen. Die Soldados haben alles in ihren Außenposten. Einer ist beim CCE-Umspannwerk. Ich wünschte, ich wüsste mehr. Geh aufs ganze Keule. Geh aufs ganze Keule. So, jetzt haben wir ein paar Sachen, die wir abfliegen müssen, wa? Oh, ach du Kacke. So, erstmal da oben hin. Boah. Hinter uns ist aber was näher. 1800. Ja, dann fahren wir da als erstes hin. Dann mal auf der Karte gucken, dass wir über keine Flugverbotszone fliegen, ne? Sonst wird das ein ganz kurzes da Abenteuer. Da waren wir noch nicht. Das ist in einem neuen Gebiet. Okay. So ein Helikopter kann schon was Feines sein, wa? Mhm. Aha. Das wird jetzt ein Akt, ne? So, seil dich mal ab. Was ist das denn? Wow, 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 wow. Was ist denn mit der Steuerung hier los? Scheint jetzt kaputt zu sein, das Ding. Nein. Du bist schon weit weg unterwegs. Nicht weit weg, findest du? Bei mir wird angezeigt, dass du dich sehr weit von mir entfernt hast. Ja, da hinten ist auch ein Scharfschütze, warte mal. Ja, hier ist jetzt Alarm angeschlagen worden. Scheiße. Libertad hätte das Öl gebrauchen können. Clara,
Er sieht aus, als hätten die Soldaten. Das ist Diebstahl. Das Regime stellt dem Volk den Saft ab. Aua. Leitet ihn ans Militär weiter. Die Station wird von Soldados bewacht. Donnie, schalt sie aus und schnapp dir das Öl. Mal gleich. Oh, leicht. Gut, den mal eben parken. Ich muss den reparieren, ne? Jesus. Komm sofort dabei. Gib mir eine Sekunde. Ja, ich bin gleich Kratzer. Ich hab einen großen Spachtel dabei. Ich komm mal dabei, ne? Ich sehe Soldados auf der Straße. Sie kommen direkt auf dich zu. Oh, Leich. Komm mal dann da. Los, da drüben. Müssen jetzt hier ganz links weg. Auch nicht. Erstmal drehen wir das ganze Ding hier auf links. Was? Das hört sich aber nicht gut an. Da ist ein Panzer im Weg. Da kommt einer, ne? Da kam einer, ja. Boah, was ist denn jetzt los? Die bauen hier Schilde und sowas auf, ne? Nee. Der Helikopter lebt noch? Ja, ich hab den schon repariert. Sehr gut. Steig ein, wir fliegen direkt weiter. 4 Kilometer, ey. Kann man nicht mal eben durchfliegen? Ich will es gar nicht wissen. Also beides ist am Rand der Karte. Mal eben gucken, wo gehen. Ach du Kacke. Das wird jetzt ein Akt, da durchzukommen, ne? Ja, viel Spaß. Ich gerade eben noch so, ich sag mal, dass sie mich nicht abschießen können. Aber ich gerade eben noch die ganzen Baumkronen hier kratze, ne? Das ist so ein Ort, hier möchte ich nicht so unbedingt abstürzen. Verbotszone sind wir raus. Ja, so am Qualmen, nee, oder? So aus, ne? Die Hälfte der Strecke haben wir schon hinter uns. Alter. Kannst es hier aber auch keinem recht machen, ne? Die denken sich auch, wer fliegt denn hier so tief?
Ach, schon direkt. Kämpf oder Lauf. Der Stil auf Spezialeinheiten jagen dich. Clara, ich stehe hier vor einer Militärbasis. Hier habe ich einen Teil meiner Grundausbildung verbracht. Dann geh rein. Lade die Infos runter und hol dir die Vorräte. Das ist ein Helikopter, glaube ich. Wird gemacht. So. Hier steht ein Panzer. Ganz flott sind, können wir da einsteigen, ne? Dann los. Okay. Ich fahre. Hey, ich steig da jetzt ein. Gib mir Deckung. Oh. Wir sind hier schon, das weißt du, ne? Irgendwo in dem Lager da vorne. Mal da in der Hütte. Da müsste irgendein Gegenstand drin sein. Ich brauch die Schlüsselkarte. Ja, warte, den habe ich doch mitgebracht. Irgendwo wollte ich gerade sagen, einer liegt hier auf der Ecke. Hat der Glück gehabt. Oh, 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 nein. Die Rakete außer hat geschossen. Immer noch nichts? Nein. Die Schlüsselkarte nicht. Warte. Einer von den Leichen muss die haben. Den Panzer kann man nicht, doch kann man reparieren. Automatisches Geschütz. Irgendein Sergeant wird das Ding haben. Hier warst du schon drin. Anders gemacht. Ne, doch nicht. So eine Scheiße. Ach, Scheiße. Der kann nicht weit sein. Aber auch einige vom Dach runtergeschossen. Das sind meist immer die mit den gelben Markierungen. Sniper ist weg. Liegt auch noch einer. Da unten läuft einer. Pfeiler. Panzersoldat. Aufgepasst. Der Feind hat Luftunterstützung. Ja, gleich. Da kommt ein Heli. Ich arbeite dran. Soll sie nahe kommen. Der pfeift aus dem letzten Loch. Hilfe! Danny, Soldados nähern sich auf der Straße. Sie können jede Minute bei dir sein. Oh, leicht. Kann doch nicht angehen, Danny, dass dieser scheiß Vater nicht da ist. Doch, ich glaube, das kommt jetzt gleich erst. Feindliche Panzer. Frage ist, von wo?
Okay. Mussten wir erst komplett einnehmen. Jetzt haben wir den Schlüssel. Jetzt kannst du da rein. Müssen wir uns merken. Wenn wir den so nicht finden, erst das ganze Ding einnehmen. Ich hab da. Hast du, ne? Punkt 1. Ne, noch nicht. Ich finde gerade andere gute Sachen. Was haben wir denn da Schönes? Was ist denn das? Ey, guck mal. Ich guck sofort. Ich bin gerade dran vorbeigelaufen. Glaubst nicht, was hier vor der Tür steht. Schön, dass du da bist. Oh, Baby. Oh. Was ist das denn? Ja, genau das habe ich mich auch gefragt. Was auch immer es ist, das Freddy von Seckers Trikot. Oh mein Gott, ja. Ja. Freddy, guter kannst du nur alleine fliegen, ne? Ich habe das Trikot von deinem Papa. Nee, du kannst es draufsetzen. Such weiter ja? Nach den anderen Sachen. Ich finde sie. Das weiß ich doch. Oh, Kunde. Ja. Was hast du für mich? Es werden bald Vorräte geliefert, Danny. Sei vor dem Militär da und schnapp sie dir. Danke sehr. Das war Freddys ganze Ausrüstung. Hast du alles? Sagen. Ja. Freddy. Ich hab das Zeug von deinem Papa. Cornio! Gracias, Danny. Ich hab dich zwar um Hilfe gebeten, aber ich hätte nicht gedacht, dass es klappt. Ja, das höre ich oft. Okay, Superstar. Bring die Sachen zurück nach Ferrosa. Stell alles zurück in Papas Schrein. Dann wird dir die Liebe jeder Spacefall-Fans in Yara entgegenschlagen. Gut, Freddy. Ich mach so schnell ich kann. Du bist der einzig wahre MVP. Hubschrauber? Das weiß doch nicht, oder? Nee, für die 500 Meter... Oder warte mal, wo müssen wir überhaupt hin? Ist doch ein bisschen weiter weg, ne? Hä? Oh mal, Helikopter. Oder warte mal, stopp. Hier, Schnellreise. Valle de Oro. Brazos de Oro. Du hast was für mich? Danny, kennst du die Wasserfälle am Banditensteilhang? Dort fährt ein Militärkonvoi lang. Wenn du vorsichtig bist, kannst du sie überraschen. Danke sehr. Ich will nicht laufen. Ah, das Auto schon geparkt. Perfekt. Gib mich das mal. Auf geht's, K9000. Ist klar. Du bist tot? Dritte Mal ja schon runtergefahren und jetzt sterbe ich da, zufälligerweise. Ja. War nur eine Frage der Zeit. Freddys Erbe ist wieder hergestellt und Libertad hat heute einen Home Run geschlagen. Nice. Was haben wir denn noch hier? Schwarzmarkt. Hat's gerumst? Vorne gibt's noch was umsonst. Mit dem Granatwerfer. Sind jetzt wieder im Schrein. Du hast es geschafft, Dani Rojas. Du hast es geschafft. Spürst du Yaras Liebe? Spürst du, wie sie deinen Körper durchdringt? So, du kannst. Ja, ich spüre die Liebe. Ich kann dich nicht hören. Ich sag, ich spüre die Liebe. Ja,
Lass es mich wissen, okay? Libertad kann Leute wie dich immer gebrauchen. Wir bleiben in Kontakt.